Hallo, willkommen auf carsharinggutschein.de. In dem heutigen Video möchte ich dir zeigen, wie du bei SixthShare dir ein Auto anmieten kannst. Als kleiner Hinweis am Anfang, du kriegst bei SixthShare über unseren Link eine vergünstigte Anmeldung, bedeutet, die Anmeldegebühr entfällt für dich und du kriegst auch noch Startguthaben für die erste Fahrt. Also falls du dich bei SixthShare anmelden solltest, würde ich dir raten, das über den Link zu tun. Als erstes bin ich jetzt hier in der SixthShare App und habe mir hier mein Auto gefunden. Dann können wir hier hochgehen und sehen alle Informationen. Bedeutet, ihr könnt die ersten 15 Minuten frei reservieren, da kostet es nichts. Ihr könnt die auch noch abbrechen. Dann seht ihr hier, 50 Kilometer sind inklusive pro Fahrt und tanken ist natürlich kostenlos. Ihr könnt überall frei parken und genau, das hat man sich so angeschaut und dann klickt man einfach auf Reservieren. Wir sehen auch noch, dass das Auto elektronisch ist. Den PIN habe ich jetzt eingegeben, den könnt ihr am Anfang, wenn ihr euch registriert, auswählen. Und jetzt kann ich hier Minutentarif, den ich jetzt auch hier in dem Fall einsetzen werde, auswählen. Ihr könnt aber auch noch einen 3-Tages-Tarif machen oder auch sogar 7-Tages-Tarif. Hier seht ihr auch noch, wie viele Kilometer in den jeweiligen Tarifen inklusive sind. Ich werde jetzt hier den Minutentarif anwenden. Und hier seht ihr, könnt ihr euch noch auch eine Versicherung dazu mieten. Eine Basic für 5 Cent pro Minute dazu oder eine Smart für 9 Cent. Ich werde aber die inklusive für 0 Euro wählen. So Leute, wir haben jetzt das Auto auch gefunden, der Renault Zoe. Haben jetzt noch 8 Minuten Zeit, die Reservierung ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr das Auto nicht finden solltet, gerade ich mache das, wenn es Nacht ist, klicke ich auf Find Car, dann auf Flashlights und ihr seht beim Auto, blinkt es. Also ihr findet das Auto dann auch direkt. So, dann klicken wir mal auf Unlock und die Miete ist gestartet. Das Auto ist jetzt offen und wir werden uns mal reinsetzen. Okay, im Auto angelangt. Wir werden hier mal unten gucken und hier ist auch schon der Schlüssel. So, jetzt anschnallen und wir haben jetzt hier ein Elektroauto gefunden. Hier haben wir die Start-Stopp-Automatik drin, also ihr braucht quasi keinen Schlüssel. Bei SixthShare finde ich ganz gut, in ein paar Autos liegt auch noch ein Schlüssel drin, damit ihr das Auto auch noch abschließen könnt, aufladen könnt. Das ist eine gute Sache. Wie viel bezahle ich jetzt bei SixthShare? Es geht ab 9 Cent los. Dieser Preis kann natürlich auch variieren. Also es kann sein, dass es nachts teurer ist oder auch billiger. Meistens ist es nachts deutlich billiger als zu Stoßzeiten um 14 Uhr oder wie in unserem Fall 16 Uhr. Ich bezahle jetzt ungefähr 17 Cent für das Auto pro Minute. Da ist SixthShare auch wirklich sehr gut. Da nutze ich das wirklich gerne. Also 17 Cent ist für ein Auto pro Minute eine super Sache. Und das war es auch schon mit dem Video. Ich möchte euch jetzt noch einen kleinen Eindruck zeigen beim Fahren. Und dann möchte ich euch wirklich beten, einen Kommentar vielleicht zu schreiben und euch über den Link anzumelden. Dankeschön. Und jetzt möchte ich euch noch mal kurz zeigen, wie man mit dem Auto fahren kann. Die Autos sind top modern. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein Elektroauto bekommen und es macht einfach nur Spaß, mit diesen Autos zu fahren. Wir sind jetzt in dem Fall 4 Minuten gefahren und das hat uns jetzt um die 80 Cent gekostet. Und ihr müsst euch einfach mal vorstellen, ihr bezahlt nichts fürs Unlock. Manchen Carsharing-Anbietern bezahlt man zum Beispiel 1 Euro für einen Unlock. Das hast du hier nicht, also du kannst einfach spontan das Auto nehmen. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, das Auto abzugeben. Ihr seht jetzt hier, der Trip hat 3 Minuten gedauert, 18 Cent die Minute. Ihr könnt jetzt theoretisch auf Parken drücken, falls ihr das halt länger benutzen wollt, kurz in den Supermarkt reinhuscht und euch irgendwas kauft. Aber ich werde jetzt den Trip enden. Wichtig ist, dass ihr den Schlüssel einfach wieder zurücklegt und jetzt drücke ich auf End. Wenn man mal hier oben guckt, sieht man hier Carsharing-Unternehmen frei. Also diese Parkplätze sind nur für Carsharing-Unternehmen gedacht. Dort könnt ihr ganz entspannt euer Auto abgeben. Und das war's auch schon. Und jetzt Dankeschön fürs Zusehen.